liebes Publikum, für klare Worte und feine Spitzen sind die beiden längst über Neuhausen hinweg bekannt. Wenn die Beine vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell sind, das Mundwerk läuft noch immer in rasanter Geschwindigkeit. Machen Sie Platz für einen verbalen Leckerbissen und freuen Sie sich auf zwei vollmundige Damen, Alma und Wilma. Jetzt tu doch aber langsam, ich komme ja überhaupt nicht hinterher, Mensch. Ja, Mensch, ich muss doch pünktlich sein. Das erste Neuhäuser Gehwägelrennen geht gleich los. Und ich mache ja jetzt schließlich einen Versorgungsstand. Wie jetzt? Ich verstand ja überhaupt nichts. Ha, jetzt guck doch mal her. Ich habe mir einen Grillator gebaut. Du, und verkauf jetzt Wurst. Hat doch Benedito angemacht, hat der Begriff Essen auf Rädern eine ganz andere Bedeutung. Mensch, guck mal, Alma, so viele Zuschauer sind gekommen zum Gehwägelrennen. Hat du, da mache ich heute bestimmt ein gutes Geschäft, gell? Ja. Du, willst du gleich ein Würstchen? Du siehst so eingefallen aus. Ja, aber ich sag das gleich, heute wird zahlt, gell? Weil du hast ja meinen 85. Geburtstag schon sonst durchgefressen, gell? Das glaube ich. So, jetzt. Ja. Guck mal, da vorne hockt einer, du, ich glaube, der wird bestimmt bei dem Rennen mitmachen. Ah, ja. Jetzt erzähl mal, wie das überhaupt vor sich geht. Also, das Gehwägelrennen, das geht einmal da rundherum um die Edelseehalle. Nur zum Chapel, da ist noch Boxenstoff. Ja, wie jetzt? Hat er da die Reifen gewechselt? Hanoi! Ha. In unserem Alter natürlich zum aufs Klo gegangen. Ja, das stimmt auch wieder. Und das Gute am Chapel ist, da kriegst du gleich einen jenseitsmäßigen Anschiss, was du da nicht auch verloren hast, dass du gleich wieder guckst, dass du Land bist, gell? Genau. Dann geht's weiter, da oben an der Ehrentribüne vorbei, da wo die Bewegungslegastheniker hocken, gell? Ja. Bis ans Ziel. Und da können wir noch mit der Alma unseren Boxenluder noch eins trinken. Wieso bin jetzt ich ein Boxenluder? Ha, weil du die Einzige bist, die blond ist und noch keine Stichstrümpfe hat. Das stimmt auch wieder, gell? Hey, ja, du! Wie Boxenluder, hä? Hey, du! Aber bevor du jetzt noch Weile blöd fragst, lass uns lieber noch aufgegangen, sonst sind die Ersten am Ziel und wir sind immer noch nicht da. Ja, meine jetzt komm. Oh, jetzt bitte. So, zwei Nette Stände da. Mal gucken, ob sie seine Damen kennen. Vorsicht. Ah. Wunderbar. Ich lass mich noch. Ich habe einen jenseitsmäßigen Durst. Oh ja. Leid. Immer die Treppe. Oh. Lass uns gleich auf die Treppe trinken, wenn ich hoffe. So, jetzt. Jetzt. Komm, ein Viertel, das tut uns jetzt gut. Oh, Alma, du, ich muss langsam durch. Du, mein Doktor hat gesagt, ich darf höchstens noch ein Gläschen Wein am Tag trinken. Ach was, du weißt doch, wer viel trinkt, der stirbt vielleicht früher, hat aber dafür im Leben doppelt so viel gesehen. Und außerdem haben wir uns heute zwei so schöne Gläschen mitgebracht. Oh, zeig mal. Oh, ey. Ah, du, jetzt ein Trinkspruch. Oben fit und unten dicht, mehr wünsche ich mir fürs Alter nicht. Prost. Oh, du. Du. Apropos Alter. Du, was macht denn auch dein Eigen? Komm her, aber besuch mit dem, du. Und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer mit dem. Jetzt hat er auch noch das Balzen-Syndrom. Ja, was ist jetzt auch das Balzen-Syndrom? Der hat einen an der Waffel und geht mir auf den Keks. Du, wenn du schon wieder so über deinen Schwätsch, dann ist das kein Wunder, dass der einen ganzen Flecker rumverzählt, er wird bei dir ein Hundeleben führen. Das stimmt ja auch.
Der kommt mit dreckigen Viersäulen, macht sich vor dem Ofen bequem und wartet, bis ihm ich was zum Essen bringt. Ja, hättest halt damals auf deine Mutter hören sollen. Die hat immer gesagt, bei der Männerwahl ist wie nachts am Kühlschrank. Du musst das nehmen, was der er macht, ohne das, was weg muss. Ja, jetzt hat er halt schon, gell? Und vor Weihnachten hat er mich gefragt, was ich mir wünsche. Ja. Dann sag ich, geh jetzt denn doch mal selber nach. Ja und? Sagt er, das geht nicht, ich stehe unter Denkmalschutz. Ja, was hast du noch gewünscht? Er hat gesagt, mein Wunsch fängt mit S an und hört mit X auf. Was hat er noch gemeint? Sagt er zu mir, was willst du mit einer Steuflex? Dann bin ich kreuznarrt worden. Und von dem Tag an war der 6 Wochen verschwunden. Bloß weil ich ohne schönes Wort zu ihm gesagt habe. Ja, und jetzt ist er wieder da. Ja, aber glaubst du, mir fällt ums Verrecken das Wort nicht mehr ein, gell? Und seitdem flattiert er mit mir, du. Der sagt immer Schatzi zu mir. Ah ja, das sagt er auch bloß, weil er sich nicht zwischen Schaf und Ziege entscheiden kann. Jetzt musst du auch noch helfen, gell? Ja, Mensch, jetzt sei halt auch froh, dass du den hast. Du, in einer Beziehung, da muss man halt auch immer dran arbeiten. Ich habe mal in der Zeitschrift gelesen, also wenn so in einer Beziehung beim Sex Luft raus ist, hat du noch muss man für frischen Schwung sorgen. Und zwar soll man da, an der Stelle ist es immer so ruhig, jetzt passet mal auf, und zwar soll man da Sex an andere Orte machen. Wilma, das haben wir schon lange probiert. Auf 14! Haben wir hin im Bett haben wir die Seite gewechselt? Los, die Nacht ist, wenn wir halt stehen lassen. Am anderen Morgen war ein Schrei. Alma, mir passen meine Zähne mit. Ja, wieso passen jetzt dem seine Zähne mit? Ist ja klar, das war ja auch meine. Zähne müssen dann nachts kommen sie raus, gell? Nein, ich habe mal in dem seine Nachtisch hineingeguckt und können das und? Ha, weißt du, was der da drin hat? Mhm. Ein Ratgeber. Wie werde ich der Herr im Haus, gell? In seinem Nachtkästle? Ja. Du nachher nicht ich aber gestellt, gell? Dann hab ich gesagt, was willst du mit dem Ratgeber, wie werd ich der Herr im Haus? Ja, dann hättest du den aber sein sollen, du hast, der hat sich aufgeholt von mir, du. Dann hat er gesagt, ab sofort herrschen hier meine Gesetze. Erstens mal wird das gekocht, was mir schmeckt. Zweitens mal wird im Fernsehen bloß noch das angeguckt, was mir gefällt. Und drittens mal beim Sex wird bloß noch das gemacht, auf was ich stehe. Ah, das ist jetzt sein Ernst. Das Schlimmste kommt noch. Das sieht er. Und was denkst du, wer morgen früh diesen Körper wäscht und anzieht? Ja, was hast du denn gesagt? Dann sag ich, wenn ich mir das recht überlege, kann das bloß der Mitarbeiter vom Beerdigungsinstitut sein. Ich habe ja aber schon viel zu viel von mir erzählt. Jetzt sag doch mal, wie geht's denn eigentlich dir? Ach ja, wo ist Alma? Ich bin jetzt halt auch immer Alter, wo du erst Hörgerät und Zehen neiden musst, damit du fragen kannst, wo dein Brill ist. Du, mir macht zur Zeit einfach das Alter ein bisschen zum Schaffen. Wieso? In unserem Alter ist doch jeden Tag wie ein Geschenk. Ja, aber manche sind echt scheiße verpackt. Ah, du, ich bin einfach zur Zeit ein bisschen unzufrieden. Aber weißt du was, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, jetzt muss ich dich mal was fragen. Hm? Du bist doch meine beste Freundin. Ah, freilich. Du, von wie alt hättest du mich schätzen, wenn du mich nicht kennenlernst? Jetzt stand einmal noch. Also, hat die Frisur wie 60, die Haut wie 59. Oh. Und Figur, dreh dich mal rum.
Habe ich 65. Oh, Alma, du bist doch einfach meine beste Freundin. Du, das baut mir jetzt wieder richtig auf. Jetzt tu mal langsam, wir haben sie noch gar nicht zusammenzählt. Du willst mal Freundin sein? Ja, Friede, gute Freunde sind wie BHs. Sie halten dich oben, lassen dich größer erscheinen, als du bist, sind bequem und sind ganz nah an deinem Herzen. Ja. Und schlechte Freunde sind wie zu enge Slips. Sie kriechen doch immer im Arsch, sind unbequem und hinterlassen unangenehme Abdrücke. Aber der Metzger letzte Woche, der war auf jeden Fall mein Freund. Welcher Metzger? Du immer letzte Woche beim Fleck einkaufen. Und dann hat der Metzger an der Wursttheke mich gefragt, was darf's denn sein, junge Frau? Hoppala. Das hat mir schon geschmeichelt, gell? Aber ich hab mir schon zum gesagt, also horchen Sie, ich bin ja schon 85 Jahre alt. Wie ich noch mit dem Bus rumgefahren bin, dann ist so ein junger Kerl mir gegenüber gesessen. Und dann hat's mich schon interessiert, für wie alt jetzt der mich schätzen tät. Dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe einfach gefragt, Entschuldigung, für wie alt schätzen Sie mich? Und, was haben wir gesagt? Ja, das könnt ihr so jetzt nicht einfach schätzen. Dazu müsst ihr mir jetzt erst einen Busse lernen. Yes, das ist eine kleine Idee. Ja, ich war auch total geschockt. Ah, ja. Ich hätte im Schier noch nicht gelernt. Ah ja. Aber interessiert hat mich halt doch. Und? Ja, dann habe ich eine Weile überlegt und dann habe ich gesagt, also gut. Er durfte mal nachlesen, aber bloß ganz vorsichtig. Ja, dann hat er zu mir gesagt, dass er mal nachstellte. Du, noch hat er nachgelernt. Ja. Von der Seite, von oben, von unten. Ja. Hat du mir schon ganz heiß geworden? Ja, wie heiß? Ja, jetzt so Schmetterlinge im Bauch, eher so Flugzeug und Eierstück. Wilma! Hat du eine Kippe, keine Ahnung, einen Waldbrand machen? Ach, komm her, das. Also, ja? Wenn es bei mir von innen raus brennt, dann habe ich Hexen so drinnen. Ja. Ja, und jetzt? Wie alt hat er dich geschätzt? Du? Na, sagt er zu mir, Sie sind genau 85 Jahre alt. Und das hat er bloß durchs Nahlen herausgefunden. Ja, das hab ich ihn auch gefragt. Na, sagt er zu mir, nein, ich bin an der Wursttheke hinter Ihnen gestanden. Ah, so ein freier Mut, oder? Das ist ja unmöglich, ja. Oder? Ich habe mich auch der letzte bei Quartz ab angemeldet. Na, hätte ich mich auch gefragt, ob ich schon 16 bin. Ja. Du, in unserem Alter musst du halt Komplimente annehmen, egal wo sie herkommen, ja. Gell? Ja. Aber du, ich muss dich noch mal was anderes fragen. Hast du eigentlich schon dein Testament gemacht? Nein, aber so was Ähnliches. Ich habe mich vom Toto malen lassen. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er soll mich mit ganz viel Diamanten und Perlen malen. Wieso denn das? Du hast doch gar keine Diamanten und Perlen. Ja, das ist ja. Was denkst du, wie die noch alle nach den Diamanten und Perlen suchen, wenn ich gestorben bin? So schade, dass es halt nicht mehr sie, gell? Ja. Aber ich werde sowieso 100. Ja, wieso denn das? Ah, weil ab 100 sterben viel weniger Leute. Ja, das ist auch recht. Aber wenn wir jetzt schon vom Sterben hin, du, ich hab dich letzte Woche aus dem Friedhof laufen sehen. Du, da hast du laut so Grenzschleifer um den Arm hingekriegt. Glaubst du etwa an Grenzschleifer vom Friedhof? Nein, natürlich nicht. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ich nehme sie halt mit, bevor die sie wegschmeißen. Und dann nehme ich meine Unterhose davor. Wie bitte? Ja, du kriegst ja heute keine gescheite Unterhose mehr, gell? Früher da hast du die Hose weggemacht, dass du der Bobbes ist. Und heute musst du den Bobbes auseinanderziehen, dass du der Strickle ist. Ja, aber Unterhose aus Grenzschleife, das gibt's doch gar nicht. Oh, natürlich gibt's es. Zeig. Jesus. Ah, stand da. Ruhe, sanft. Dreh die Arme um. Letzter Gruß vom Bläserchor. Oh Gott, Neue. Oh. Was seufst du so? Du, wenn du mich so fragst, am liebsten Wein. Also Gott, komm, dann trinken wir noch los. Aber ich würde sagen, dann singen wir noch mal unser Lied. Kennt ihr das noch? Also. 43, 44. Oh, es haben wir schon. Zwei trinken wir noch. Drei Kinder mal vertragen. Was
Kinder mal vertragen. Prost, Prost. Oh, Alma, guck mal. Ich glaube, da kommen jetzt schon die Ersten ins Ziel. Was? Kommt zum Ziel. Wir denken nicht, dass die uns umrennen. Schnell. Unsere Vizepräsidentin Uschi Krieger als Alma und als Wilma, unsere Raffaella Schwaller. Und vielen Dank auch den beiden Rennsportlern des Gehwägelsrennen, unseren Ehrenelferat Erich Hertkorn und unser Ehrenmitglied Herwig Raditsch. Dankeschön und euer Auslasch.